EU-Kommission empfiehlt, die Ukraine soll EU-Beitrittskandidat werden. Putin betont auf Wirtschaftsforum in St. Petersburg Russlands Stärken. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in Brüssel die Empfehlung ihrer Behörde ausgesprochen, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. Damit wird der Grundstein für eine mögliche Mitgliedschaft in der Zukunft gelegt. Die Ukraine verdiene eine europäische Perspektive, sagte von der Leyen. Damit erkenne Brüssel die gute Vorarbeit des Landes an, auch wenn noch viel zu tun sei. Fortschritte im Beitrittsverfahren orientierten sich an dem, was die Ukraine an Verpflichtungen erfülle. Das Land habe es also selbst in der Hand. So it goes by the book, and therefore progress depends entirely on Ukraine. It is Ukraine that has it in their hands, and what could be better to shape your own future? Zunächst bleibt es bei der Empfehlung der Kommission. Das letzte Wort haben die 27 Mitgliedstaaten. Die Empfehlung sendet jedoch eine klare Botschaft an die Menschen in der Ukraine und zeigt ihnen, dass ihr Kampf mit Russland nicht umsonst ist. Damit das Land der EU beitreten kann, muss es verschiedene Bedingungen erfüllen, darunter die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Reform der Justiz und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Laut einigen Experten könnte die Erlangung des Kandidatenstatus Kiew helfen, diese Probleme zu überwinden. Es sei eine große Motivation, meint Marie Dumoulin von der Europäischen Gesellschaft für Auswärtige Beziehungen. Das Land beweise seit Jahren, dass es für europäische Werte und Demokratie einstehe. Derzeit kämpfe die Ukraine für genau diese Werte. Der Kandidatenstatus erhöhe den Druck auf Kiew, wichtige Reformen umzusetzen. Very important reforms that are expected also from by the Ukrainian people. Die Empfehlung der Kommission folgte einer historischen Reise nach Kiew der Staats- und Regierungschefs der drei größten Länder der EU, Frankreichs, Deutschlands und Italiens sowie Rumäniens. Die Entscheidung soll auf einem EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel getroffen werden. Neben der Ukraine empfahl die EU-Kommission auch den Kandidatenstatus für die Republik Moldau, nicht aber für Georgien. Bei seinem zweiten Kiew-Besuch seit Kriegsbeginn hat der britische Premierminister Boris Johnson die Ausbildung tausender ukrainischer Soldaten zugesagt. Johnson sprach von einem Programm, das so wörtlich die Gleichung des Krieges ändern könne. Wir werden weiterhin, so wie wir es von Anfang an getan haben, militärisches Gerät bereitstellen und für die dafür notwendige Ausbildung sorgen, damit sie, das ukrainische Volk, die ukrainischen Streitkräfte das tun können, was die Menschen in der Ukraine verlangen, und zwar den Aggressor aus der Ukraine zu vertreiben. To do, and that is to expel the aggressor from Ukraine. Der britische Geheimdienst meldet, russische Einheiten versuchten im Osten der Ukraine, die Großstadt Severodonetsk einzukreisen. Trotz der heftigen Kämpfe im Donbass wollen viele Menschen bleiben. Ich gehe nirgendwo hin. Für mich ist es sinnlos zu gehen. Erstens, weil ich kein Geld habe, und zweitens, wo soll ich hin? Ich will nicht irgendwo hingehen und dann obdachlos sein. Ich habe hier ein kleines Stück Land, auf dem es wächst. Nein, ich gehe nicht weg. Auch Lysychansk, die Nachbarstadt von Severodonetsk, steht nach wie vor unter starkem Beschuss. Die örtlichen Behörden berichteten von erneut mehreren Toten. Ein Teil der ukrainischen Streitkräfte, die sich in Severodonetsk auf das Gelände eines Chemiewerkes zurückgezogen haben, sollen sich ergeben haben. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Im Stadtgebiet von Severodonetsk insgesamt sollen sich nach ukrainischen Angaben noch hunderte Menschen aufhalten, darunter auch Zivilpersonen. Aus dem Generalstab in Kiew wurde verlautbart, die ukrainische Armee habe in einem Vorort von Severodonetsk einen Angriff russischer Bodentruppen abgewehrt.
Der Eurovision Song Contest 2023 wird, anders als geplant, doch nicht in der Ukraine stattfinden. Die Organisatoren wollten stattdessen Gespräche mit der BBC führen, damit Großbritannien als Zweitplatzierter einspringt. Grund ist der russische Angriffskrieg in dem Gewinnerland. Nach objektiver Auswertung ist die Referentengruppe, der Rat des ESC, mit tiefem Bedauern zum Schluss gekommen, dass der ukrainische Sender angesichts der Umstände die Sicherheit und Betriebsgarantien nicht gewährleisten kann. Der Sieg der ukrainischen Gruppe Kalusch soll sich nach Meinung der Europäischen Rundfunkunion jedoch in der Show widerspiegeln. Dass nun ein anderes Land übernimmt, ist nichts Neues in der Geschichte des ESC. Auch in der Vergangenheit haben Sieger schon auf eine Austragung verzichtet, zum Beispiel wegen der hohen Kosten. Wie 1974 Luxemburg, auch damals sprang die BBC ein. Dass sich die Lage in der Ukraine in den kommenden Monaten grundlegend ändert, danach sieht es derzeit nicht aus. Russlands Präsident Putin geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine seinem Land keinen großen wirtschaftlichen Schaden zufügt. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte er, Europa werde im Gegenteil im kommenden Jahr mehr als 400 Milliarden Euro Einnahmen verlieren, als Folge der Sanktionen gegen sein Land. Die Europäische Union hat endgültig ihre politische Souveränität aufgegeben. Ihre bürokratischen Eliten kreisen nur noch um sich selbst, halten sich nur an die Dinge, die ihnen aufgetragen werden, schaden in ihren Ländern, der Bevölkerung, der Wirtschaft und ihren eigenen Geschäften. Der russische Präsident wies außerdem Vorwürfe zurück, der Krieg in der Ukraine sei verantwortlich für die weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen. Russland und unsere Aktion im Donbass haben damit nichts zu tun. Der Anstieg der Preise, die Inflation, Probleme mit der Lebensmittelsicherheit, mit Benzin und dem ganzen Energiesektor sind das Ergebnis von Fehlern der aktuellen US-Regierung und der EU-Bürokratie. Putin betonte auch, dass er nichts gegen einen möglichen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union habe, weil diese kein militärisches Bündnis sei, anders als die NATO. Am kommenden Sonntag findet in Frankreich die zweite Runde der Parlamentswahl statt. In den meisten der insgesamt 577 Wahlkreise wird dann per Stichwahl entschieden, welcher oder welche Abgeordnete in die Nationalversammlung einzieht. Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron geht es um die Frage, ob er wie bisher mit einer absoluten Mehrheit weiterregieren kann. In 59 Wahlkreisen stehen sich Rechts- und Linksextreme gegenüber. Wenn NUP einen bedeutenden Anteil in der Nationalversammlung erhält, wird es natürlich viel schwieriger für Macron, seine Reformen und sein Programm. Sie hätten die Möglichkeit, viele Initiativen im Parlament zu blockieren. Trotz der Tatsache, dass die französische Nationalversammlung nicht alle Macht hat, könnten sie Macron doch das Leben schwer machen. Den Hochrechnungen zufolge kommt der Rassemblement National von Marine Le Pen auf maximal 19,2%. Damit kann sie nur auf höchstens 45 der 577 Sitze im Parlament hoffen. Obwohl bei der ersten Runde das Mittellager um Macron nur sehr knapp vor NUP lag, sehen Prognosen in der zweiten Runde eine deutliche Mehrheit für die Partei des Präsidenten. Ob als Verführer, Faschist oder Verbrecher, Jean-Louis Trintignant hat in mehr als 140 Rollen Kino- und TV-Geschichte geschrieben. Jetzt hat Frankreich einen seiner größten Charakterdarsteller im Alter von 91 Jahren verloren. Nach Angaben seiner Familie verstarb Trintignant in deren Kreis. Als Ursache wurde Altersschwäche genannt. Staatschef Emmanuel Macron würdigte den Schauspieler als großartiges künstlerisches Talent. Er habe das Leben aller durch das französische Kino begleitet. Trintignant stand für die Starregisseure Costa Gavras, Roger Vadim, Eric Rohmer und Michael Haneke vor der Kamera. In deren Kultfilmen spielte er an der Seite von Brigitte Bardot und Romy Schneider. Mit der Bardot und Kurt Jürgens brillierte Trintignant als schüchterner Ehemann der Femme Fatale. 2012 in Cannes bekannte sich der Schauspieler zu seiner ungebrochenen Leidenschaft für das Theater. Ich glaube, dass ich im Theater besser bin, weil ich mich noch nie gesehen habe, während man sich in Filmen sieht. Das ist vielleicht das erste Mal, und ich habe in über 100 Filmen mitgespielt, aber es ist vielleicht das erste Mal, dass ich froh bin, mich gesehen zu haben. Das ist vielleicht anmaßend, verzeihen Sie mir.